Andi, vielen lieben Dank, dass du dir heute ein paar Fragen Zeit nimmst. Ja, gerne, mache ich gerne. Du bist der Herr des Hauses sozusagen oder gehörst zum Hausteam dazu. Was sagst du zur heutigen Veranstaltung? Ja, ist toll, für mich auch ein gewaltiges Erlebnis, dass man nach so langer Zeit auch wieder mal ein bisschen Clubluft schnuppern kann. Es ist ja schon fast, ja, in ein paar Wochen werden es 12 Monate, wo man dieses Gefühl eigentlich nicht mehr gehabt hat. Ja. Ja. Und ich finde es eine super Veranstaltung, taugt mir. Und bin ich froh, dass man dieses Feeling wieder ganz leicht ein bisschen spürt schon. Das Veranstalterteam ist ja auch heilfroh, dass Sie diesen Ort hier nutzen können für das Charity-Event. Gab es in der Vergangenheit schon einmal ein Charity-Event hier? Also wir machen jedes Jahr ein Charity-Event in einer anderen Form. Es hat jetzt nichts mit so einem Streaming wie da zu tun, sondern es ist unsere All-Together-Party. Das ist ein sehr soziales Projekt für behinderte Menschen. Und das machen wir schon seit 20 Jahren. Und sehr, sehr coole Veranstaltung, immer sehr mit viel Gänsehaut verbunden, weil es einfach ein toller Moment ist für die Behinderten. Und leider im letzten Jahr ist es ausgefallen. Ich hoffe, dass wir es jetzt 2021 dann wieder dürfen können. Das hoffe ich auf jeden Fall auch. Für welches Datum ist es denn geplant? Normalerweise ist sie immer am letzten Samstag im April. Also es wird auch jetzt 2021 schwierig werden. Also wir können dann natürlich auf den Herbst noch ausweichen. Das wäre nur eine Ausweichmöglichkeit. Aber ich denke, dass da selbst da auch noch ein bisschen schwierig wird. Ja, wir hoffen das Beste, aber sonst wünschen wir uns natürlich, dass es stattfindet. Wie lange bist denn du da schon dabei? Wie hast du hier begonnen? Hast du das Ganze aufgezogen? Wie hat sich das entwickelt, du und dein Team hier? Ja, also uns gibt es jetzt seit 20 Jahren. Also ich bin seit 17 Jahren mit an Bord. Mein Geschäftspartner hat als Betriebsleiter hier angefangen. Und dadurch, dass wir schon ewig befreundet sind, ist es dann irgendwie zustande gekommen, dass ich dann nachdem dieses Objekt 3 Jahre geöffnet hat, dass ich dann mit an Bord komme. Und ja, wir machen nicht nur dieses Objekt, wir haben mittlerweile schon ein bisschen eine größere Reichweite mit ein paar anderen Lokalen noch dazu. Aber das ist unser Flaggschiff von der Gruppe und wie gesagt, seit 17 Jahren bin ich schon involviert in dieses Projekt. Wahnsinn. Welche Botschaft hast du denn an alle St. Martin Empire Fans, Follower und an die Clubgeher, die den Club ja so vermissen wie wir? Welche Botschaft hast du an sie? Durchhalten und dann hoffentlich bald wieder in die Türen reinströmen. Genau, ganz wichtig, die ganzen schlechten, negativen Sachen jetzt mal weghalten und positive Eindrücke mitnehmen, die sie da herinnen erlebt haben. Es gibt ja trotzdem leider auch eine Zielgruppe, die gerne auch schon zu uns gehen würde, aber leider jetzt im Moment noch ein bisschen warten muss. Aber ein bisschen durchhalten, aber wir kommen auf jeden Fall wieder mit geballter Energie und geballter Kraft zurück und wir freuen uns natürlich auch schon, wenn es wieder losgeht. Das ist auf jeden Fall das Wichtigste. Habt ihr schon konkrete Pläne von einer Opening-Show, von einer Opening-Veranstaltung, wenn es wieder losgehen darf? Wir sind ja leider alle keine Hellseher, das heißt, Perspektive ist im Moment noch ein bisschen schwierig zu sagen. Ich bin auch kein Experte oder kein Virologe, diese Arbeit lasse ich lieber den anderen über, weil es ja sehr undankbar ist, was man ein bisschen mitbekommt. Ich würde mir wünschen, wenn ich im Herbst dran denken könnte, dass wir da wieder losstarten. Und bis dahin werden schon ein paar Tage, Stunden vergehen. Aber was mir wichtig wäre, wenn wir wieder losstarten können, dass es in einem Rahmen passieren kann, wo man das Empire-Feeling gut spürt. Weil wir sind ein sehr großes Lokal. Das heißt, es lebt einfach von der Masse und von der Fülle. Und wenn da nur eine minimale Besucheranzahl erlaubt ist, dann wird es für uns wahrscheinlich nicht mal wirtschaftlich Sinn machen. Und somit hoffe ich natürlich, dass wir das schon in einem Umfang machen können, wo man dann richtig Empire-Feeling spüren kann, so wie man das gewohnt ist, mit mehr als 1000 Personen und ja, dass wir da richtig geniale Party feiern. Das hoffe ich auch. Vielen lieben Dank, Andi. Sehr gerne.